Ich möchte Sie alle recht herzlich willkommen heißen und Sie zu unserem Gottesdienst begrüßen. Ein ganz besonderes Willkommen den Chor Wild Rose. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und es ist ja auch Winter, nicht? Dann ist Zeit, dass ihr kommt. Erster Advent, 1. Dezember. Ich freue mich über jeden Einzelnen, den ich hier sehe. Unser Hund, muss ich ehrlich sagen, wollte heute nicht aus der Hütte und hat uns nicht einmal Guten Morgen gesagt, aber es sind doch noch Leute, die trauen sich raus. Ich möchte euch auch grüßen mit dem Wochenspruch, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. In dieser Woche sind verschiedene Veranstaltungen. Morgen Abend wird für die Volunteers und die Lehrer und die Besucher eine kleine Christmas-Party sein. Am Dienstag ist Chorprobe, am Mittwoch trifft sich die Frauenhilfe um 1.30 Uhr und abends ist Kirchenratssitzung, Donnerstagabend Konfirmandenstunde und anschließend um 8 Uhr Bibelstunde oder Bible Study in Englisch. Und nächsten Sonntag wird der zweite Chor da sein, der Männerchor Liederkranz, und auch darauf freuen wir uns, wird auch um 9.30 Uhr singen und auch um 11 Uhr. Heute am Ausgang sind die Gemeindebriefe fertig. Bitte nehmt doch mit, auch wenn ihr Nachbarn oder Verwandte habt, dann lasst euch den auch geben und gebt das weiter, so brauchen wir es morgen früh nicht abzuschicken. Und heute zwischen den Gottesdiensten wird für euch unten Kaffee sein, nicht? Da seid ihr gern unsere Gäste und lasst es euch wohl sein. Und nun lasst uns den Gottesdienst beginnen mit dem ersten Lied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, Nummer 6 in unserem Kirchengesangbuch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe erwarten wir von dem Herrn. Demütigt euch mit mir vor dem allmächtigen Gott und lasst uns zuvor unsere Sünden bekennen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir all meine Sünde und Missetat, die ich begangen mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich jemals erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr, und ich bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesus Christus willen. Du wollest mir armem, sündhaftem Menschen gnädig und barmherzig sein, mir all meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen. Nun ist dies auch euer aufrichtiges Bekenntnis und begehrt ihr die Vergebung eurer Sünden um Jesu Christi willen,
so antwortet gemeinsam ja. Auf solch euer Bekenntnis verkündige ich euch die Gnade Gottes und spreche euch anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesus Christus die Vergebung all eurer Sünden zu, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbige König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehren. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, der es war im Anfang, jetzt und immer und von Ewigkeit sei sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Lasst uns beten. O Gott, du rufst uns aufs Neue zu freudigem Warten auf unsere Erlösung. Gib, dass wir deinen eingeborenen Sohn, den wir jetzt als unseren Erlöser freudenvoll empfangen, auch bei seinem Kommen zum Gericht getrost und im Frieden schauen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aus dem Alten Testament hören wir von dem Propheten Jeremia. Der ewige Kapitel 33, Verse 14 bis 16. Der ewige Bund mit dem Hause David und dem Hause Levi. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr,
dass ich das gnädige Wort erfüllen will, das ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Das soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem soll wohnen und man wird es nennen, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Die Epistel ist aus dem 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Verse 9 bis 13. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadlich sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Lebensweg. Halleluja.
Und nun hören wir das heilige Evangelium dieses Sonntags, wie es aufgeschrieben steht im Evangelium des Lukas, im 19. Kapitel von Vers 28 an. Ehre sei dir, Herr. Und als er solches sagte, zog er fort und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er sich Bethphage und Bethanien nahte und an den Berg kam, der da Ölberg heißt, sandte er seiner Jünger zwei und sprach, geht hin in den Ort, der gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf welchem noch nie ein Mensch gesessen hat, bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr es losbindet, so sagt einfach, der Herr bedarf sein. Und die gesandt waren, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Und da sie das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf sein. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen, setzten Jesus darauf. Und da er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und da er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing der ganze Haufe seiner Jünger fröhlich Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer im Volk sprachen zu ihm, Meister, wehre doch deinen Jüngern. Er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese werden schweigen, so werden die Steine schreien. Das Evangelium des Herrn. Lob sei dir, o Christe. Ich bitte euch, Platz zu nehmen, und wir wollen jetzt singen das Lied Nummer 144, Herr, öffne mir die Herzenstür. Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Aus dem Evangelium möchte ich noch einmal zwei Verse lesen. Und da sie schon nah am Abhang des Ölbergs waren, fing der ganze Haufe der Jünger an, fröhlich Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Herr Gott, himmlischer Vater, lass uns doch ein Echo dieses Jubelrufes sein und deinen Sohn begrüßen in dieser heiligen Zeit des Jahres. In Jesu Namen. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, dies Jahr dachte man ja wohl schon im Oktober, dass jetzt Weihnachten wäre. Ich hätte mich beinahe falsch vorbereitet. Aber dann dachte ich, nee, der Chor ist ja noch nicht da gewesen. Das kann ja noch nicht sein. Und jetzt wissen wir endlich, dass wieder Adventszeit ist. 1. Dezember und die Kerzen werden angezündet, die erste Kerze auf dem Adventskranz. Und wir haben den Gottesdienst begonnen mit dem alten schönen Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. An diesem ersten Sonntag in der Adventszeit hören wir eine ganz besondere Geschichte der Heiligen Schrift. Diese Geschichte von dem Einzug Jesu in Jerusalem ist unseren Vorvätern so wichtig gewesen, dass es die einzige biblische Geschichte ist, die zweimal im Laufe des Kirchenjahres gelesen wird. Einmal, das werdet ihr euch wohl denken können, am Palmsonntag. Denn sie nahmen Palmenzweige von den Bäumen und
winkten ihm zu und streuten die Zweige auf dem Weg. Nun am Palmsonntag gedenken wir daran, was wohl das für ein Menschenhaufe ist, der Jesus so begrüßt. Am Sonntag noch schreien sie ihm zu und jubeln, der König, Hosianna in der Höhe. Und am Donnerstag, da rufen sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aber das lassen wir am ersten Advent alles beiseite und richten unser Augenmerk auf die Feier, auf das Fest, auf die Ankunft. Jesus kommt. Ihr habt sicherlich schon alle einmal so davor gestanden, wo dran steht, Arrival and Departure. Und dann guckt man immer und dann hört man es vielleicht noch vom Lautsprecher, auf Ankunft auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun ja, wenn das ein Zug ist, mit dem man da fahren sollte, dann ist das ja eine recht eigenartige Sache. Man sitzt dann da auf seinen Koffern und wartet. Und wenn es ein Flugzeug ist, ne, dann hat man Sorge, dass man den Anschluss verpasst, wo man nun gerade hin will. Und seht, so haben die Menschen gewartet und haben Ausschau gehalten, ob wohl der Zug Gottes in diese Welt noch kommen würde. Es war immer gesagt, er sei schon lange dort und dort in der Ewigkeit abgefahren. Immer wieder haben Propheten es gesagt, der Herr kommt. Er kommt und Gott wird sein Volk besuchen und wird bei seinem Volk sein und es soll ewige Freude und ewige Wonne über ihrem Haupte sein. Und sie werden sein wie die Träumenden und die Lachenden. Und dann kamen Menschen und haben gesagt, da kommt er schon, da kommt er schon. Und alle sind sie sozusagen zum Bahnhof gerannt und war nichts. Und ist nicht gekommen, für 1000 Jahre nicht. Und jetzt ist es wieder soweit. Und jetzt sehen sie schon sozusagen den Zug um die Ecke biegen dort bei Bethanien und sehen von ferne den Rauch der Lokomotive und sie machen sich bereit, am Eingang Jerusalems ihm einen ganz großen Bahnhof zu bereiten. Und wie sie feiern können, die Leute in Jerusalem damals. Roten Teppich haben sie nicht gehabt, welcher vielleicht auch nicht angebracht. Nehmen sie das, was sie auf dem Leib haben und legen es auf die Straße, damit der hohe Herr keine staubigen Füße bekommen soll. Und nehmen die Zweige und brechen es herunter und streuen es auf den Weg. Das mit den Zweigen, das ist ja nun etwas auch Adventliches. Ich erinnere mich in meiner Kindheit, dass wir immer Tannenzweige geholt haben. Nun, damals bei uns zu Hause wuchsen keine Tannen und wir mussten in die Gärtnerei gehen und so für 20 Pfennig haben wir schon ein Bündel bekommen. Und dann haben wir die Zweige zurechtgeschnitten und haben sie in unseren Schlafzimmern, die Schwestern und ich, haben sie hinter die Bilder gesteckt und hinter den Spiegel. Und hatten wohl auch noch irgendwo versteckt in unserer Schatzkiste so ein klein wenig Lametta, was wir heimlich das letzte Weihnachten vom Teppich aufgehoben hatten. Und das hängten wir dann daran. So wurde bei uns Weihnachten. Und da die Schlafzimmer nicht geheizt waren, haben sie die Zweige auch ganz gut gehalten. Und im Flur wurde die Krippe aufgebaut. Wir hatten dann wohl 2 Krippen und eine also im Flur. Und jedes Mal, wenn wir aus der Schule kamen, dann sah man schon Josef, wie er da bedächtig stand. Und Maria und die Hirten und das Kind und der Stall. Und wenn Menschen zu meinem Vater in die Sprechstunde, ins Amtszimmer kamen, dann sahen sie auch alle die Krippe. Und man wusste, jetzt ist es bald soweit, Weihnachten. Dann haben wir manchmal auch abends eine Kerze dort anzünden dürfen. Die hatten wir uns selbst gemacht von dem Wachs, den haben wir in der Kirche vom Fußboden gekratzt, nachdem der letzte Weihnachtsbaum weggeräumt war. Und da haben dann Pastors Kinder eben eine Kerze gehabt. Und so wussten wir, wenn der Duft das Haus erfüllte, es ist wieder soweit. Aber zurück zu unserer Geschichte. Auch dort also eine tolle Vorbereitung. Der Herr kommt. Schon sehen Sie sozusagen die Zeichen von Weitem. Der Rauch steigt auf, da kommt der Zug. Es sind die guten Taten, die dem Herrn vorneweg das Gerücht bereiten, hat er doch in Bethanien Lazarus aufgeweckt. Die Taten, wie er den Sturm gestillt hat auf dem See Tiberias oder wie er dort an seinen Ufern 5000 Menschen gespeist hat. Das alles füllt die Herzen der Menschen und sie sagen, jetzt ist das große Fest da, siehe, dein König kommt. Und dann schaut euch den Zug an. Noch einmal hält er kurz vor den Toren Jerusalems. Noch einmal letzte Vorbereitungen, ganz ruhig nimmt der Herr seine Zeit.
und schickt die Jünger und sagt, geht in das Dorf dort gegenüber, da findet ihr so und so ein Fohlen angebunden, bringt es her. Und die Jünger gingen hin und natürlich, wie der Herr gesagt hat, die, denen das Fohlen gehört, die sagen, was fällt euch denn ein, was macht ihr denn da? Und da ist etwas Eigenartiges. Es heißt hier nicht die Besitzer des Fohlens, sondern die Herren. Und da ist dasselbe Wort gebraucht wie für den Herrn Christus, Kyrios. Und sie sagen, der Kyrios, der Herr, bedarf es. Und das sind die Herren, die das Tier besitzen, ganz stille. Wenn der Herr kommt, der Herr, dem diese Welt gehört, dann muss alles, was Herren auf der Erde ist, muss hergeben, was sie haben und ihm einen Einzug bereiten. Siehe, dein König kommt, der Herr aller Herren. Und nun also bereiten sie ihm den Weg und haben die Tore weit auf und streuen die Zweige und streuen die und werfen die Kleider hin und rufen mit großem Klamauk, siehe, dein König kommt, heil dem König Davids, und singen Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Nun, wenn Menschen so rufen, dann sind das sicherlich sehr religiöse Menschen. Sie singen Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Aber vielleicht haben diese Menschen noch gar nicht so ganz verstanden, worum es eigentlich geht. Dass da im Himmel Frieden ist, ach, das ist ja eigentlich nichts Neues, nicht wahr? Das würde man so erwarten. Und deswegen ist wohl auch der Herr Christus nicht auf die Erde gekommen, damit er uns sagt, im Himmel ist es gut und eines Tages möchte ich euch auch bei mir zu Tische haben, dass ihr seid, wo ich bin. Sondern ist es nicht zu Weihnachten so, wenn ich mich richtig erinnere, was die Engel gesungen haben, dass der Herr kommt, um Frieden auf die Erde zu bringen? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, aber seht, so ist das Volk. Das Volk begreift es nicht. Singen wieder vom Frieden im Himmel, das ewige Eier Popeia, aber auf Erden, da ändert sich nichts. Da wird eine große Party geschmissen für den, der da kommt, und da ist ein großer Aufstand und Zweige gestreut und alles. Aber auf Erden, da ändert sich's nicht, der Friede im Himmel. Und sofort sind da auch welche da, die das merken. Ach, ist ja gut, dass es immer noch Pastoren gibt und Schriftgelehrte und Pharisäer, und die werden nie aussterben. Die kommen und erheben ihren Zeigefinger und sagen, hast du auch gehört, was die Leute da gesungen haben? Begrüßen dich als König und singen vom Frieden im Himmel, wehre ihnen. Und da sagt Jesus ein Wort und sagt, lass sie. Und er nimmt das Volk so, wie es ist und so, wie es sein Advent feiert, seine Ankunft in Schutz und sagt, lass sie. Sie zeigen ja wie mit Fingern auf mich, dass ich komme und ich bin ja auch ein König. Und jetzt lass sie davon träumen vom Himmel oder was auch sei. Und wenn sie es nicht singen würden, dann würden diese Steine Zeugnis geben. Was ist das mit den Steinen? Einen Tag später wird Jesus der Stadt gegenüberstehen und wird weinen. Und wird sagen, nicht ein Stein in dieser Stadt soll auf dem anderen bleiben, sondern sollen abgebrochen werden. Denn ihr habt mich ja doch nicht empfangen. Ihr habt nur eine Party gefeiert, aber jetzt dreht ihr euch schon rum und wollt mich kreuzigen lassen. Darum, so spricht der Herr, dieser Tempel soll abgerissen werden und nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann werden die Steine ein Zeugnis ablegen. Steine, ach ja, ich erinnere mich an eine Zeit, wo Trümmerfrauen in Berlin Steine abgeklopft haben. Als diese Steine ein Zeugnis abgelegt haben, dass auf der Erde eben kein Friede ist, als wäre der Herr Christus umsonst gekommen. Und schon wieder sind Trümmerhaufen dort, vielleicht in Jugoslawien oder wo auch immer, und wie viel menschliche Trümmerhaufen in unserer Gesellschaft, wo wir den Herrn nicht recht empfangen, nicht so, wie er empfangen werden will, dann werden eben die Steine Zeugnis ablegen. Unsere steinernen Herzen, dass ein Heiland sein muss und dass ein Heiland kommen wird. Und nun wir, meine lieben Brüder und Schwestern, am ersten Advent. Wie gesagt, wir fühlen uns schon so wie 6 Wochen in der Weihnachtszeit.
Und bei manchen sind schon 2 Wochen die Weihnachtslichter draußen an und aus den Lautsprechern klingt es wieder. Das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, und ihr singt uns das heute auch. Und die Menschen werden alle jetzt animiert, doch einkaufen zu gehen, und jeden Tag sind ein ganzer Stoß Flyers im Briefkasten und man weiß gar nicht hin, wo mit all dem, und man fragt sich, ist es schon wieder so weit und schaffen wir es denn noch? Und der ganze Trubel beginnt von vorne und dann kommt vielleicht einer und sagt, Herr Pastor, Sie müssten mal dagegen predigen. Und da kommt der Zeigefinger der Pharisäer und Schriftgelehrten und sagt, Herr, wehre Ihnen, dass Sie doch nicht so einen Klamauk machen. Geht es doch um die Erlösung der Menschen, dass der Gott zur Erde kommt und das Kind geboren wird und nicht ums Shoppen und Hoppen und Party machen und all das. Ach, meine lieben Freunde, was sollen wir denn machen? Sollen wir denn Weihnachten abschaffen? Sollen wir denn sagen, wir rufen ein großes Fasten aus, denn die Christen, tja, die tragen nur das Geld immer dahin, wo das Glöckchen an dem Cash Register klingelt. Und sie arbeiten sich ab vor Weihnachten mit Stollebacken und Plätzchen machen und sauber machen und hierhin rennen und dahin rennen, dass sie ganz unheilig geschäftig sind. Was sollen wir denn machen? Seht, der Herr Christus nimmt die Menschen hier in Schutz und sagt, ich wehre ihnen nicht. Lass sie nur kommen. So wie er einmal die kleinen Kinder hat kommen sich lassen und ja, vielleicht sind wir alle ein bisschen so wie die kleinen Kinder außer Rand und Band mit Weihnachten, aber das dürfen wir einmal sein. Nein, trotz aller Pastoren und Pharisäer und all der Frommen, die hier ihren Zeigefinger erheben und sagen, das ist nicht recht, das wissen wir ja, wir sind alle nicht recht. Aber heute am ersten Advent, da wollen wir ein Fest feiern. Da heißt es, macht die Türen weit und die Tore hoch, dass der König der Ehren einziehe. Jetzt wird gefeiert. Und jetzt wird Weihnachten mit allen Glöckchen und wenn der Schnee auch leise rieselt und was hier alles Schönes singt, jetzt darf das alles einmal sein. Es gibt ja noch einen zweiten und einen dritten und einen vierten Advent. Und jeder Adventssonntag wird von einer anderen Seite die Geschichte betrachten, die hier zu bedenken ist. Und wir werden dann wohl auch ernste Worte hören über die Buße dieser Zeit und werden hören, bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast, macht seine Steige richtig, lasst alles, was ihr hasst. Aber heute einmal nichts davon, heute feiern und freuen, dass der Herr kommt und Weihnachten ist die schönste Zeit. Da singen wir von dem Frieden. Aber vielleicht ist etwas für uns zu tun hier, liebe Mitchristen. Vielleicht sollten wir hier so ein klein wenig eine Korrektur sein, etwas Salz der Erde, Salz in der Suppe. Vielleicht sollte so ein Chor oder auch unserer Chor hier oder unsere kleine Singegruppe einmal hinausgehen und vielleicht in einem Nursing Home auch singen in dieser Zeit oder in einem Shopping Center. Vielleicht sollte der eine oder andere sich hinsetzen und nicht nur an die Kinder und Enkelkinder denken und etwas einpacken, sondern mal so ein paar Büchsen nehmen oder Instant Reis oder was es so alles gibt und da einen kleinen Gruß mit Filzstift draufschreiben. The Lord is coming. Merry Christmas. And bring's hier und wir geben's zur Foodbank und manch einer mag da seinen einzigen Weihnachtsgruß bekommen, oder man könnte vielleicht einen Nachbarn oder Freund sagen, ach komm doch mal mit in die Kirche, jetzt einmal in dieser Zeit, tu mir den Gefallen. Und er tut sich dann selbst den Gefallen und bring ihn mit, dass er einmal wieder dahin kommt, wo Menschen sich versammeln, um den Herrn zu begrüßen. Das alles können wir wohl tun. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Die Herzen in die Höhe. Lasst uns nicht darunter schauen und sagen, was wir alles verloren haben mit dem Weihnachtsfest. Lasst uns freuen, der Herr kommt, kommt heim, kommt in sein Reich und möge er den Frieden bringen und mögen wir es hören, wie es hernach die Jünger gehört haben. Frieden auf Erden, Frieden in unsere hektische Welt, Frieden von dem König, der nun endlich ankommt, so wie es Zacharia gesagt hat, siehe, dein König kommt zu dir, reitet sanftmütig auf einem Esel
und dem Füllen der lastbaren Eselin. Macht hoch die Tür, steckt sie auf, die Zweige, zündet sie an, die Lichter, lasst euer Licht leuchten, dass die Welt es wisse, sie hat ihren Herrn, und der Herr kommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Berechnung und Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gemeinde mag sich setzen und der Chor wird nun ein zweites Mal singen.